Für die Schüler der 3. Klasse Volksschule in Christkirchen gab es eine Exkursion der besonderen Art. Das Projekt Schule in der Gärtnerei macht Spaß und Sinn. Denn früh übt sich, wer ein Meister des grünen Daumens werden möchte. Der Sinn ist, damit die Kinder wissen, wo die Pflanzen wachsen und wie die auch produziert werden, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt. Für die jungen Gärtner ging es auch gleich in die praktische Umsetzung. Und man hat ganz vieles gelernt. Und mit der Erde, mit den Löchern bei der Maschine, es war so schön, also man kann nicht glauben. Dass man auch was runterbrechen kann und dann einstecken kann, das habe ich gar nicht gewusst. Und das, dass man Pflanzenteile runter tut und dann wieder neu einpflanzt. Was macht man denn mit der Maschine? Da dann so Vierecke dann machen, da sind die Samen dann drinnen und dann wächst der Salat raus. Ja, also man sollte die, wenn wir dann das, wenn die Salate dann fertig sind, dann sollen wir es einpflanzen und gießen. Und man soll es nicht da beim Herz da oben sollen wir es nicht begraben, weil das ist das Beste, wenn man es nicht da beim Herz begrabt. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben bei den Salat, da haben wir mithelfen dürfen beim Abpflanzen. Und auch die Grundkenntnisse der schönen Floristik wurden bereits fleißig umgesetzt und geübt. Das mit dem Steckschwamm, dass man da alles reinstecken kann, das fand ich schon ganz cool. Und dass man dann noch mit diesen Fäden da rundherum ziehen konnte. Es waren voll die schönen Blumen, die man auf die Gestecke so zum Stecken machen, die Gestecke so zu machen haben können. Und was hat dir besonders gut gefallen? Wie man der Schaumstoff, wo man das einstecken hat müssen. Also wo man die Blumen dann einstecken hat müssen. In der Gärtnerei Floradis wird Qualität und Regionalität großgeschrieben. Und das konnten die Schüler bei einer richtig guten Frühlingsjause auch schmecken. Wir haben ja auch so ein bisschen den Slogan für uns schon übernommen, regional ist genial. Darum lassen wir bei uns auch ein bisschen Kräuter schmecken. Und zur Jause gibt es dann auch immer Butterbrot mit Schnittlauch. Und das kommt eigentlich viel gut an, schmeckt einer. Mir hat auch gut gefallen, wie wir die Blumen da gemacht haben und nachher, wie wir die Kräuter erraten haben müssen. Und ja, und sonst hat mir alles gefallen. Das Fazit der Kinder für dieses tolle Projekt in der Gärtnerei Flora, das ist klar. Einfach schön und super. Dir gefällt der Tag heute in der Gärtnerei? Sehr. Warum? Ja, ich bin zwar nicht oft da, aber es ist sehr, sehr schön da herinnen. Tschüss!